Let's count on time. Talk now, leader. Amiga. It's come on time. Hallo liebe Retro Gaming Maniacs und Amiganer und AmiganerInnen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu der neuen Ausgabe von der CD-Rumtreiber. Ich treibe mich auf diversen CDs rum. Heute auf der Aminit 18 und ich halte Ausschau nach, ja, so sagen wir mal, drei Games, die funktionieren. Deswegen werde ich nach jedem Game einen Schnitt machen und gucken, welches läuft, und hänge das dann so dran, dass wir am Ende in dieser Ausgabe mal drei Games gesehen haben. Hoffentlich. Ich kann für nichts garantieren, denn vieles läuft unter der Konfiguration, die ich jetzt hier am Amiga 2000 fahre, eben auch nicht. Und jetzt habe ich hier mal rausgesucht, Dreamware Presents Outside bei Ralf Buchtmann, und das ist eine Breakout-Variante. Und da schauen wir jetzt mal einfach rein, würde ich sagen. So, PC-Maus an die Seite. Amiga-Maus hier hin, so. Und dann gucken wir mal. Player 1, use Maus. Startlevel 1, 3 Leben. Reicht, um zu verkacken. Fire to play, linke Maustaste. Dann schauen wir mal, was wir da haben. So, ja, da wollen wir mal gucken, was wir hier hinkriegen oder auch nicht. Früher habe ich diese Breakout-Games noch sehr gerne gespielt. Was war denn das? Dumm gelaufen! Ach, die Musik kann man leider nicht wegklicken. Ja, fängt ja gut an. Okay, next Versuch. Wieder nicht da vorne durch. Da lenkt das Ding den Ball ab. Was fliegt hier eigentlich alles für ein Zeug rum? Sind die Blauen unzerstörbar oder was? Habe ich jetzt fast mal so im Gespür. Ja, das war ja geschickt. Kann es sein, dass ich irgendwie noch nicht einen Stein abgeräumt habe? Ja, ich bin richtig gut. Jetzt wird der Scheiß auch noch schneller. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, ich habe noch nicht einen einzigen Stein abgeräumt. 100 Punkte, da irgendwas muss ich doch gemacht haben. Das ist eine kurze Vorstellung dieses Spiels. Ich habe ja nur noch einen Ball. Ja, der beste Schlechtspieler aller Zeiten. Schlägt wieder zu. Ich schaff's wieder nicht da vorne rein. Was ist das hier? Das gibt Punkte, wenn man die einsammelt. Jetzt geht's den ganzen Weg wieder zurück. Toll. Und wieder rein. Nee, das gibt keine Punkte. Nur das Abräumen der Blöcke gibt Punkte. Was ist G? G ist genau, geht nicht. Das war wieder ganz klar. Geschickt dran vorbei ist G. Ja, super. Und diese komischen gepunkteten Dinger, die haben das G einfach mitgenommen. Your final rank ist 91. Ja, toll. Kann ich mich etwa eintragen? Enter. Ja, kann man das nicht. Das ist ja toll. So, das reicht doch. So, naja, also unter ferner Liefen. Gut. Ja, das war also mal Outsider. Ziemlich einfach gestrickt, da gibt es bestimmt Besseres. Aber Aminet ist ja halt alles so Public Domain, ne? Also, da kann man jetzt nicht so Games wie Arkanoid oder sowas erwarten. Schauen wir mal, was wir denn als nächstes hier haben.
deswegen mache ich jetzt hier mal einen Schnitt und mache mich auf die Suche nach dem nächsten funktionierenden Game und nehme das dann als nächstes hier hinten dran. Also, mal kurz hier die Maus wechseln. Dann bis zum nächsten Game. So, das nächste Game, was zu funktionieren scheint, ist Playpack. Gucke ich mir das mal an. Irgendeine Pac-Man-Variante wohl. Ich hoffe, man kann das Ganze mal mit Joystick oder Gamepad steuern. Ich habe hier mal so ein Billig-Gamepad dran. Mal gucken, ob das damit einigermaßen funktioniert. Mhm. Wollen wir mal schauen, was wir da haben. Ah, da geht's schon los. Ah, ich sehe da, ich habe ein Shield. Das heißt, ich bin nicht sofort tot. Boah, hier muss man aber... Also wenn man den antickt, dann läuft der durch in die Richtung. Und zum Abbiegen muss man einfach rechtzeitig den Hebel in die Richtung drücken, wo du abbiegen willst. Das ist aber von der Steuerung, ist das echt mega hakelig. Ja, du kommst nicht um die Ecken. Das ist ja ein tolles Game, ne? Wieder... Meine Güte, doch. Der reagiert viel zu träge. Vor allem habe ich gleich kein Shield mehr. Wie willst du denn da hinkommen, wo du hin willst? So schnell geht das überhaupt nicht. Aber ich müsste hier wirklich einen anderen Joystick dran bauen. Was noch sehr interessant sein soll, ist, dass die Levels hier wohl zufallsgeneriert sind. Ich meine, ich kann mich komplett eintragen. Ja, ich würde sagen, da probiere ich mal noch ein. Gucken, ob dann wirklich ein anderes Level... Ja, das sieht wirklich anders aus. Aber... Was passiert? Ah, jetzt kann ich die nicht kriegen. Ah, einen habe ich erwischt. Aber eben, so da zum Beispiel links reinkommen, ne? Das ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Was halt hier fies ist, hier hast du auch Sackgassen. Ah, kommt der Aufgefressene nicht wieder? Das wäre natürlich noch nice. Ja, aber ich habe das Problem... Oh, ich habe kaum noch Schild. Hier so um die Ecken zu kommen. Der reagiert wie Arsch. Ich komme da oben nicht rein, ey. Scheiße. Na, da sind wieder alle da. Na toll. Ich schaff's nicht da rein. Das gibt's doch nicht. Ja, die Steuerung ist wirklich arschig. Aber es könnte auch sein, dass mein Stick einfach nicht so richtig reagiert. Aber ich habe das Gefühl... Ah, wenn man die alle frisst, dann gibt's auch ein anderes Level. Oh, ein Burger. Ich sag mal so, grafisch und so sieht das eigentlich ganz nett aus. Aber das reagiert hier so komisch mit der Steuerung, dass man eigentlich nicht so dahin kommt, wo man hin will, so wirklich. Es ist teilweise ein bisschen hakelig. Was schade ist, weil sonst gefällt mir das echt nicht schlecht. Auch die Idee, dass man ein Schild hat und nicht gleich beim ersten Contact im Sack ist. Ah, scheiße. Ja, das war jetzt eine gute Runde. Ich muss sagen, davon abgesehen ist es gar nicht schlecht. Vielleicht hängt es auch mit dem Controller so ein bisschen zusammen, weil ich hier so ein Billigding dran habe. Aber es ist schon mühsam, irgendwie da um die Kurven zu kommen, wo man hin will. Da muss man sich sehr dran gewöhnen. Aber ich sag mal so, ich habe schon deutlich schlechtere Pac-Man-Varianten gezockt. Gefällt mir nicht schlecht. Jetzt werde ich mir noch ein drittes raussuchen. Und ja, dann haben wir wieder mal so drei geguckt. Das ist ja so das Motto, versuchen drei Games zu finden, die spielbar sind in der CD-ROM-Treiber-Ausgabe. Also, schaue ich mal und melde mich dann gleich wieder.
So, da bin ich zurück mit dem dritten Game für diese Ausgabe und da schaue ich mir Creepy Crawlies an und ich habe gerade im Test festgestellt, das ist eine ziemlich cool gemachte Centipede-Variante. Und ich würde sagen, ich starte mal. Jawohl. One-Player-Game. Auf geht's. Ich musste den CPU-Cache ausschalten, damit ich keine Grafikfehler hier drin habe. Ich muss sagen, dass das grafisch echt nice gemacht ist. Da verwandelt sich was in Äpfel. 1000 Punkte für eine Schnecke, ja, wo auch immer die dann rumeiert. Das war jedenfalls keine Schnecke. Ah, aber es ist auf jeden Fall grafisch nice und so weiter. Also, ich finde, das ist eine richtig schicke Version. Gefällt mir echt gut. Und ich bin schon nach oben. Scheiße. Habe ich noch ein Leben? Ja. Okay. Probieren wir nochmal. Also, das gefällt mir. Das kann ich empfehlen. Ah. Das ist nicht so einfach. Aber das gefällt mir, das mache ich nochmal. Das finde ich gut. Vor allem jetzt, wo ich es ans Laufen gekriegt habe. Nice one. To. Jawohl, okay, da probieren wir noch einen. Keine Ahnung, wie viele Levels die Vollversion hat, aber so weit komme ich sowieso nicht. Dass es nicht heißt, sie haben das Ende der Demo erreicht oder so. Schön ist, dass man den Feuerbutton gedrückt halten kann. Okay, nice, haben wir. Scheiße, hat mich. Ja, bei den Games hier drauf sucht man tatsächlich die Nadel im Heuhaufen, ne? Weil vieles läuft auch nicht. Das kommt leider vor. Bei manchen heißt es ja, dann bitte legen Sie den Datenträger so und so die Diskette ein. Da das Game sich aber auf einer Aminet CD befindet, da war ich zu wagemutig. Ja, will da manches nicht laden. Aber das hier gefällt mir. Ich würde jetzt gerne ja noch mal ein bisschen weiterkommen hier. Vor allem beim Test bin ich weitergekommen als jetzt. Oh, das war knapp. Äpfel und extra Punkte für eine Schnecke. Die habe ich bis jetzt allerdings noch nicht zu sehen gekriegt. Nein, nicht zu viel riskieren hier. Manches verwandelt sich ja auch in Birnen. Hä, wo kommt denn das Teil her? Da, Schnecke! Haha, erwischt! Das gab 1000. Ja, es ist herrlich arcadig. Na gut, das Original kommt ja raus aus Spielhölle. Spielhölle. Okay. Wenigstens habe ich die Schnecke erwischt. Jawohl. Damit dürfte ich eine bessere Punktzahl haben als vorhin. Ich muss sagen, das hat mir jetzt, glaube ich, am besten gefallen.
von denen, die ich mir jetzt in dieser Ausgabe angeguckt habe. Immerhin, man kann sogar seinen Namen ganz ausschreiben, das ist nicht selbstverständlich. Ja, okay. Ja, ich bin beim Testspiel, bin ich bis in Level 3 gekommen, aber so ist das halt manchmal, ne? Creepy Crawlies, wirklich nice, gefällt mir ganz gut. Ja, da haben wir wieder drei Stück zusammen für diese Ausgabe von der CD-Rumtreiber Public Domain Games auf diversen Aminet und Hasse nicht gesehen CDs. Und ich habe noch ganz viele CD-ROMs, also da wird so schnell nicht langweilig. Irgendwas wird sich immer finden, vielleicht auch zwischendurch mal Demos, so wie neulich, da gab es ja Mucke. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat beim Zuschauen, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das auszuprobieren, dann lasst mir gerne ein Like da. Und ansonsten dürft ihr mich gerne weiterempfehlen oder mal schauen, was habe ich denn noch hier auf dem Kanal. Und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Abo da. Tut nicht weh, kostet euch nichts, macht mir aber eine kleine Freude. Bleibt mir treu und dann sehen wir uns vielleicht in einer der nächsten Ausgaben von was auch immer wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Atomaniac.